Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich habe euch Runner mitgebracht und Runner habe ich auf der Quest 2 getestet. Runner erscheint aber auch für Steam VR. Auf der PSVR 2 soll es wohl auch erscheinen und ist auch mit der Rift spielbar. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es Cross-Buy hat. Muss ich noch rausfinden. Wenn ich es rausfinde, packe ich es auf jeden Fall unten in die Kommentare und in die Beschreibung. Runner soll 14,99 Dollar kosten. Ich hoffe, der Dollarpreis ist dann gleich Euro. Bin ich mir jetzt aktuell noch nicht sicher, wie da der Umrechnungsfaktor im Quest Store ist. Quest Games mache ich ja noch nicht so lange, deshalb muss ich da erst nochmal abwarten, ein bisschen Erfahrung sammeln. Runner ist nur auf Englisch verfügbar. Für Leute, die dann gar nicht Englisch können, ist es natürlich dann, ja, die werden dann das Intro-Video nicht verstehen. Ansonsten gibt es da jetzt nicht so viel, bis natürlich ein bisschen vom Tutorial her wird da auch ein bisschen Englisch gesprochen, aber jetzt nicht so, dass man unbedingt Englisch können muss. Spielzeit ist angesiedelt zwischen 90 Minuten und 120, je nachdem, wie schnell man durchkommt. Ich verrate euch jetzt, ich bin nicht durchgekommen, aber ja, ich wollte das Game nur mal für euch anzocken und damit ihr seht, um was es sich hier handelt. Es steht noch in der E-Mail geschrieben, dass 5 bis 10 Stunden man noch verbrauchen kann, vergeuden kann, investieren kann, hört sich besser an, ins Game, damit man alles freischalten kann. Also für Leute, die gerne alles wirklich aktivieren, freischalten, ist natürlich dann ja, auch nochmal ein bisschen mehr Spielzeit da. Für den Preis, wenn es jetzt wirklich 15 Euro kostet, finde ich es vollkommen angemessen. Ist mal was Neues, was Frisches für die Quest oder für VR-Spieler überhaupt, weil ja, vom Spielen her kenne ich jetzt nicht unbedingt was Vergleichbares. Macht Spaß, wirklich mit dem Motorrad herumzufahren und dann, ja, man kann die Waffen alle upgraden, man sammelt Power-Ups und für die Waffen, die man in den Händen hält, man kann Granaten sammeln, Raketen sammeln, man kann das Geschütz verändern am Motorrad selber, Einzelschuss, Dauerschuss, Viererschuss und so weiter und so fort. Also wird dann natürlich auch immer besser, man merkt natürlich auch, dass man besser wird und ja, so hangelt man sich dann durch das Game. Ich finde es vom Spielen her was Frisches, was Neues. Mir hat es ganz gut gefallen, aber ist jetzt nichts, weil ich wirklich 2-3 Stunden am Stück spielen kann, aber mal so eine halbe Stunde geht auf jeden Fall klar. Und ja, von der Spieldauer geht es ja auch. Ne? 90 Minuten bis 2 Stunden ist vollkommen in Ordnung. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Game sagt. Gerne mal alles in die Kommentare. Ist das was für euch? Überlegt ihr euch, das Spiel auch zu holen? Oder sagt ihr, nee, das ist jetzt nicht wirklich mein Fall? Ja, da bin ich auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, am Ende natürlich Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und ihr könnt natürlich dann auch noch die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt oder Livestreams gibt. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Willkommen bei Runner. Wir sind hier im Hauptmenü und ja, zeige ich euch mal ganz kurz, wie wir das Motorrad ein bisschen so umarbeiten können. So haben wir hier die verschiedenen Schieberegler und ja, können wir hier einfach mal ganz schwarze Farbe. Jetzt drücken wir mal auf Fly. Ah, guck mal, das sieht doch schon nice aus, oder? Schwarz. Schwarz-rot vielleicht, oder? Könnten wir dann... probieren mal. Schwarz-rot. Ach komm, so lassen wir's. Ja! Gehen wir kurz die Settings durch, die Möglichkeiten, die wir haben, also Bike-Settings.
Dashboard UI Color, change the color of Dashboard Display UI. Keine Ahnung, welche Farbe das jetzt ist im Dashboard. Reload on empty only. Also das heißt, die Waffen werden nur nachgeladen, wenn die leer sind und wir die zurückstecken. Lassen wir aber aus, die sollen immer nachgeladen werden. Auto Reload, Sidearm ist automatisch stored. Genau. Also Auto Reload, man steckt die hier in dieses Motorrad rein und schon werden die geladen, zeige ich das gleich. Auto Side, Sidearm Laser Side ist active. Lassen wir aus. Ich bin nicht ganz sicher, bekommen wir wahrscheinlich einen Laser an der Waffe. Game Options, ja, hier haben die normalen Einstellungen, ne? Höhe der Kamera. Lean-Intensität. Ich denke mal, wie weit die Kamera wirklich mitschwingt. Also, das ist ein schnelles Game. Es kann sein, dass manche Leute ziemlich, ja, Motion Sickness anfällig hier darauf reagieren. Von daher muss man da so ein bisschen mit rumspielen. Wir haben eine Vignette, ne? Für Leute, die wirklich empfindlich sind, können diese Vignette einschalten. Und ja, das wäre es erstmal. Wir haben hier unsere Waffen. Wir probieren jetzt einfach mal was. Okay, hier bin ich. Also der ist hinüber. So, packen wir weg. Ich würde sagen, wir spielen ein neues Game. Und dann zeige ich euch auch das Tutorial. Gucken wir uns aber erstmal den kleinen. This is Vice. Do you read? Skag almost got the drop on me. Streets are crawling with them. Ada, you said we had time. Crackdown started sooner than we thought. I thought we had at least another 26 hours, but since going radio silent, something changed. What about the others? Farid, Kay, and Zara? Ein? No word. Bugs are out in full force. That means Cerberus units aren't far behind. I'm getting hits from all over Presidium. They're rounding up anyone running unsanctioned mods. Sarah Intergalactic's hostile takeover has them spooked as shit, and they're consolidating loose ends. Atlas already has the surface roads covered. All the exits. Assurance toast. I know you're used to dash and trash, but you'll need to handle this one differently. The drop's a Shima. It's the fastest thing I could find on no notice. And you don't have the luxury of being discreet. The hub's got a portable core module. Don't lose it. Why? It's sending me secure telemetry. If you want to stay ahead of Atlas, you're going to have to trust me. That hub's got a pair of checkpoint autos integrated into the controls. Prototypes. They're fancier than you're used to. You're gonna need an edge if you want to get out of there alive. As long as they don't jam, they'll be good enough. So? What's the plan? You got an out for me? Mina, the only way out is through. The thoroughfare. Yelahwi, are you out of your goddamn mind? Hear me out. Once you hit the L1, it's a straight shot through the colony to get to the frontier. Sarah's ship is about an hour from Atmo, and I made arrangements to get you, to get all of you, back to Neos. But you need to get to the outskirts by dawn. Once you hit the frontier, my contact will have a pickup ready. The thoroughfare is suicide, Vice. Once I hit the first route marker... Once you hit the causeway, they're gonna be all over you. I know. You've got no options left. Tell me something I don't know. Ja, wir müssen scheinbar durch die ganzen Städte durch, um rauszukommen. So, hier sind wir auf unserem Motorrad. Welcome to the Shin Heavy Industries Interactive User Manual. Let's take a moment to get familiar with your new configuration. Wir können auch nach hinten schießen und so weiter, wir können uns umschauen. Press forward on the thumbstick to accelerate. Press back on the thumbstick to slow down. Wieder langsamer, nach vorne wieder Gas. Press left or right on the thumbstick to steer the bike. Collect blue energy tanks to restore shields. Genau, wir haben ein Schutzschild. Das können wir hier mit. Keep an eye on the shield gauge if you want to keep running. Press the trigger to fire the main gun.
Wir haben auch noch einen kleinen Geschützturm. Außer die Waffen. Press A or X to draw the sidearm from press A or X to return sidearm to the holster. The sidearm will reload while attached. Draw the sidearm and press the trigger to fire. Try shooting some of the flashing targets. Jetzt müssen wir treffen, ne? Shoot generator to lower the barrier. Ach, wir haben es noch geschafft. Collect the missiles. Ja, wir können immer wieder Upgrades dazu holen. Hold B or Y und die auch starten with miteinander. Sidearm drawn to engage missile sink. Point sidearm at enemy during missile sink to establish missile lock. Release button with lock engaged to launch missile at target. Collect the grenades. Granaten kriegen wir noch. Press B or Y with sidearm holstered to access grenades. Grab a grenade by holding the grip button. Release the grip button during throwing motion to lob grenade. Hold A or X with the grenade held to shorten fuse time. Genau, jetzt können wir den ein bisschen verkürzen. Wo werfen wir hier hin? Grenades are magnetic and will stick to targets. Ja, die sind magnetisch und wir können die wirklich drive an den Gegnern over heften. The rush zone to gain energy. Draw both sidearms to enter rush mode. So. Hier haben wir so einen Slow-Mo-Modus. Dafür muss aber die mittlere Anzeige hier muss voll sein. Und dann haben wir wirklich so Bullet-Time-Effekt. Was ganz nice ist, wenn ein Gegner kommt. Zeige ich euch aber gleich mal. Rush Mode can be activated whenever the meter is filled. Rush Zones will also extend your combo meter. Extend combos for higher scores. Collect the power-up. Click in the thumbstick with sidearm stowed to switch active power-up. Hier können wir immer wieder die X with sidearm stowed to activate saber. Oh. Natürlich cool, ne? Also wir haben wirklich die Möglichkeit, unsere Waffen immer wieder abzugraden, anders zu gestalten. Ich bin mal gespannt, wie sich das macht. Ah, okay. Wir haben noch ein Schwert. Swords will deflect or destroy incoming projectiles. Approaching Presidium Thoroughfare, 1 kilometer. Wird auf jeden Fall alles gut erklärt, wie man was macht. So, das war das Tutorial. Sind wir im Spiel? Sind diese Energiefelder, die wir ich bin ja eigentlich auch relativ großen Sektor, finde ich. Aber hier geht's echt. Natürlich mit der Zeit kann man sich das abgewöhnen, manche Leute natürlich nicht. Die werden immer damit zu tun haben. Und dann Power-Up. Ah, Granaten, das ist gut.
Ah, den hätte ich gleich nicht schießen dürfen. Granaten? Nehmen wir. Grenades. Flex Shot. Gar nichts machen, eigentlich. Da konnte ich ja nicht weiter. Schade, jetzt hat man echt coole Waffen. Okay, machen wir nochmal eine Runde.
Ja, rechts ist eigentlich so einfach. Fuck. Okay.
er gar nicht mehr auf. Brick Cannon. Scanner Shock. Auto Scanner Shock. Ja, ihr habt ja gesehen, man bekommt immer wieder Power-Ups und kann dadurch ja, die Waffen verbessern und sich selbst ein bisschen verbessern. Es ist ein verdammt schnelles Game. Ich könnte jetzt keine 2-3 Stunden spielen, aber mal eine halbe Stunde, Stunde am Stück ist mit Sicherheit cool. Macht auch Spaß, meiner Meinung nach. Ist mal was anderes. Hat man so oft nicht so Games, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt hier die Version 1.0.0 gespielt, das ist quasi vor Release. Das heißt, wenn es hier irgendwelche kleinen Bugs gibt oder so, werden die zum Release noch, ja, gibt es noch ein Update und dann werden die natürlich gefixt. Da stand extra in der E-Mail drin. Ja, was sagt ihr zu dem Game? Ich finde es eigentlich ganz gut. Gefällt mir, ist mal was anderes. Wie gesagt, aber ist jetzt kein Game, was ich wirklich auch aus Konzentrationsgründen jetzt 2-3 Stunden spielen kann. Nee, also. Diese Spielzeit jetzt hier, so halbe Stunde, Stunde, ist schon vollkommen in Ordnung. Danach brauche ich auch eine Pause, weil es einfach zu hektisch ist. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach cooles Game. Ich weiß aktuell den Preis noch nicht. Ich bin gespannt, was kosten wird. Und ja, ich bin auf eure Meinung gespannt und gerne mal in die Kommentare. Wenn euch es gefallen hat, gerne ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.